Die Champions League der Zukunft. Equal Game und Respect, die erste Message der Bayern-Bubis bei Tottenham. Die zweite Message, die Bayern gut drauf. Foul an Günther, Freistoß in der vierten an die Latte. Und Zirkzee staubt ab. 1:0 für die Bayern. Und schon war der erste gute Vorsatz eingetütet und besser gemacht als im Hinspiel, beziehungsweise im ersten Spiel dieser Gruppe. Man hat nämlich stark gespielt und kein Tor gemacht. Zu Hause gegen Roter Stern nur 0:0 gespielt. Und deswegen wollte man unbedingt 3 Punkte. Und genauso traten die jungen Bayern auf, angeführt von ihm, von Lasse Günther. Mit der 11 auf dem rechten Flügel, wie früher die Nummer 10 bei den Profis. Immer wieder im Robben-Style, von außen in die Mitte gezogen, mit ganz hohem Tempo und dann mit dem starken Linken in die Ecke. Toller Auftakt der Bayern-Jungs. Die Mannschaft von Martin De Michelis gut eingestellt, aber einmal unachtsam in der 27. Minute. Und da klingelte es im eigenen Netz. Rodell Richards, der macht da das 1:2 nach diesen beiden verlorenen Zweikämpfen. Und schwupps, waren die Spurs zurück im Spiel. Aber die Bayern haben eben Lasse Günther, der immer wieder stark mit nach vorne ging und immer wieder durch sein Tempo auffiel. Heiner links, der zukünftige Präsident. Uli Hoeneß könnte happier reinschauen da zur Halbzeit. Aber er hat vielleicht kommen sehen, dass es im Jugendfußball oftmals eng zugeht. Und wenn man Fehlerchen macht, diese auch bestraft werden. So war es beinahe, denn immer wieder war es nach Standards die Nummer 5 von Tottenham, Binks, der vorne mit gefährlich wurde. Und da hatten die Münchner tatsächlich Probleme. Aber sie haben gut ausgewechselt. De Michelis hat nämlich auch gut gebracht und eingewechselt. Ihn zum Beispiel Moritz Mosandl. Kurz nach seiner Einwechslung hat er dieses 3:1 erzielt. Und da wird er von Zirkzee hochgehoben, weil das natürlich das entscheidende, das wichtigste Tor in dieser Partie war. Aber nicht das letzte. Das letzte gehörte dem besten Mann auf dem Platz. Nicht nur mit links kann er es gut, sondern auch mit rechts. Lasse Günther zum 4:1 in dieser Schlussphase, somit De Michelis happy. Die Bayern haben gewonnen bei Tottenham und ein dickes, dickes Ausrufezeichen gesetzt in dieser UEFA Youth League. Vor allem dank ihm, dank Lasse Arjen Günther.